Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und wir schauen mal, es hat nämlich ein Update gegeben. Wir sind jetzt unterwegs in der Version 1.48.0.66. So, soweit haben wir das gar nicht mehr. Schauen, ob kartentechnisch irgendwas ersichtlich ist, was nochmal geändert wurde oder wie auch immer. Da ist aber hier tatsächlich nicht zu sehen. Also wahrscheinlich auch wieder nur Änderung unter der Haube. Und ich denke mal, wir sind vielleicht auch Sachen bezüglich der Stadt. Ich muss etwas weiter nach rechts, glaube ich. So. So, Feststellbremse. So, denn die muss ich natürlich losmachen. Also der hat im unteren Bereich, musste ganz schön oft schalten. Da vorne geht es für uns links, wir können ruhig schon mal auf die andere Spur rüber. Ja, schön wäre, wenn an diesem Schaltknüppel, ich mache da noch ein Video zu übrigens, Unboxing und kurz, wie ich das Teil montiert habe. Schön wäre natürlich, wenn da tatsächlich irgendwie ein Knopf drauf wäre bezüglich runterschalten. Ich muss mir noch unbedingt merken, wo welche Gänge sind. Aber was ich schon gesagt habe, du kannst natürlich mit Gangschaltung eindeutig nicht besser an die Geschwindigkeiten anpassen. Ne? Ich glaube, ich habe Fernlicht. Egal, so. Ob man hier auch noch was ändert, dass man hier aufs Schiff fahren kann? Ich gehe mal fast davon aus. So, wir wollen nach, ja, Danzig und wir können ja nur dahin und dann wollen wir ja weiter nach Stockholm. So. Jetzt noch 28 Kilometer. So, ja, genau. Oh, der lässt uns vor, das ist ja nett. Ja, ich denke mal mit der Schaltung, wie gestern schon gesagt, das wird mit der Zeit immer besser. Tatsächlich auf der Fähre wieder ein bisschen Energie bekommen. Mann, was rollt der rückwärts? Das tut der aber auch erst. Noch mehr seitdem mit Schaltung fahren. Muss man jetzt wirklich mal so sagen. So, jetzt kann ich ja, während wir hier stehen, da ist das Fernlicht.
Junge, nur fahr doch. Perfekt. Ja, der Kunde soll sich nicht so anstellen. Er kriegt seine Lieferung schon. Starbucks. Müsste man echt noch irgendwie so einen Head-Eye-Tracker haben, der so ein bisschen. Ja, hier wäre jetzt mit einer VR-Brille noch cool, ne? Wenn der noch kannst ganz normal den Kopf bewegen und es wird entsprechend gesteuert, ne? Lässt uns. Oh, wow. Aber wir mich echt erst dran gewöhnen hier. Aber es wird besser, würde ich sagen. Es scheint mir aber auch, wenn ich das jetzt hier so mir anschaue, als seien hier auch Gebäude und dergleichen getauscht worden. Ist lange nicht mehr hier gewesen. So. Drückgruppe schalten. So. Da müssen wir hin. Mal gucken, ob wir noch pünktlich sind und inwiefern
dir Schaden angerichtet haben. So, absammeln. Wir haben das ausgezeichnet gemacht. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat gut funktioniert. Gott, dann gucken wir mal. Nee, pass auf, wir müssen Folgendes. Ach so, ich muss auch fahren. Das geht. Ja, beim ETS hast, beim LS hast du immer Escape-Taste. Gut, die Karte. Junge, dass wir das alles abgefahren haben hier, ne? Das ist schon eine reife Leistung. So, wir müssen hier irgendwo hin. Ich glaube, hier geht's irgendwo auf unsere Dings. Da fahren wir jetzt noch hin. War. Eine Lenkungskamera haben wir ja drin, aber ach so, da hält der Motor schon die weißen Fahnen raus. Ich glaube, da kommt nichts. Wenn doch, haben wir Pech gehabt. Schlafen. Hier können wir tanken. Und da ist auch die Einfahrt. Das heißt, schlafen brauchen wir eigentlich gar nicht, aber tanken. Haha. Raus und einmal tanken. Kerl, ich habe mich mit irgendwas verhoben. Ey, mir tut die rechte Brustseite weh. Das ist unglaublich. So, Kraftstofftank ist voll. 13 Minuten haben wir gefahren. 14 Minuten. Wir gucken mal, ob wir aus Stockholm eine schöne Fracht kriegen, die wir morgen mitnehmen können. Das fangen wir nämlich heute nimmer an. So, Stockholm, was haben wir denn da? Ein Bagger, 126 Kilometer. Könnten wir dann nach Danzig fahren, das ist aber auch blöd. Kalmar, Schweden, das bleibt alles in Schweden. Caterpillar nach Malmö in Schweden. Ah, wieder Autos ist auch doof. Ein Feuerwehrauto, ein Boot nach Krakau in Polen. Was auch immer das Ding da soll. Oh, das wäre ganz schön weit. 1586, wahrscheinlich hauptsächlich auch Autobahn, könnte ich mir vorstellen. Könnten auch nach Finnland fahren. Wir könnten aber auch einen Auftrag aus den externen Aufträgen nehmen. Aus Stockholm. Auch nichts Berauschendes dabei. Aber irgendwas Interessantes. Nach Litauen. Oh, das hier nehmen.
Das ist mal ein ganz interessantes Bötchen, oder? Gucken, was wir noch haben. Ist das das gleiche? Der gleiche Trailer? 6500 Kilo. Ja, das wäre das gleiche, nur dass er hier in Blau ist. Nach Latvia. Helsingborg. Nichts Außergewöhnliches. Nee, wir werden Stockholm nach Bremen. Nee, wir werden das Ding hier fahren. Wo ist er? Das da. Nee, die. So. Auftrag ausführen. Genau, die holen wir uns dann ab. Können mal gucken, ob wir das jetzt eventuell noch machen, je nachdem, wo das ist. Dann haben wir sie dran und können dann in der Folge morgen das Ganze dann fahren. Ich freue mich natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr ein Däumchen da lasst, wenn ihr einen netten Kommentar da lasst und so weiter und so fort. Jetzt wären es erstmal 33 Kilometer bis zum Verladebereich. Ich würde sagen, das mache ich jetzt mal eben offscreen und wir sehen uns dann morgen beim Disponenten wieder. Bis dann, erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.